Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dead Island 2. So, wir gucken mal auf die Karte. Ich bin in der Rettungsschwimmerzentrale und habe die Mission im letzten Part ja total verkackt. Die hat mich ja getriggert, die habe ich dann offscreen gemacht, bin hier zurückgelaufen, habe mir meine Waffen verbessert und jetzt möchte ich gerne die Mission hier machen. Suche im CDC-Camp am Pier nach Death. Das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt haben. Ich habe aber gerade gesehen, hier gibt es noch irgendwo eine Sicherung. Hier. Theoretisch gesehen könnte man da nochmal hin. Da wäre noch ein Safe. Eigentlich müsste ich zu der Sicherung nochmal. Uns noch schnappen. Am besten hier raus. Oh. Meine Güte. Hier ist wieder so ein Schreier. Noch irgendwas? Nee, gib mir mal deine. So. Ich glaube, die Sicherung war ja hier oben. Boah. Der ist aber richtig zerfetzt, ey. Okay, das sind nur... Oh, das ist ein abgestürzter Helikopter. Das habe ich so gar nicht gesehen. Du willst gleich wieder knutschen hier. Lass es mal. So, Moment. Die muss irgendwo hier hinten sein, die Sicherung. Die wollte ich mir auf jeden Fall noch holen. Oh, nee. Hier ist nochmal so eine... Komm, dein Kopf gehört mir. Das nehmen wir alles mit. Einmal Dropkick und raus hier. Sehr schön. So. Wie gesagt, die Sicherung würde ich mir gerne noch holen. Dann sollten wir hier ja alles durch haben. Warte mal, die ist hier drinne irgendwo. Ah, hier mache ich mal die Taschenlampe an. Okay. Hier rennen natürlich noch ein paar Zombies rum. Aber die Sicherung setze ich mal ein. Schnapp mir die ganzen Sachen hier drinnen. Alter Spielautomat. Du bist natürlich... Oh Gott, du bist... Oh. Gott. So, ist jetzt Schluss hier. Meine Güte. Hui, schnell ein bisschen Energie tanken. Der musste natürlich herauskommen. So, was kriegt man hier Schönes drin in der Kiste noch? Okay. Eine Schrotflinte mit 1715 Schaden. Ah, meine ist besser. Das ist natürlich richtig geil. 500 noch. Ah, 700. Und der Hammer mit 900 ist natürlich besser als der Baseballschläger hier. Den werde ich vielleicht dann dahin packen noch. Mal sehen. So, okay, jetzt muss man. Okay, sehr gut. Meine Güte. Schnell mal heilen. Dass ich hier wieder rauskomme. Ah, da ist noch so ein Dicker, ne? So, schnell einen Energy trinken. Na komm, nimm den. Okay, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall erstmal weg. Hier kommen wir erstmal raus. Sehr gut. Hätte ich auch gleich hier hinten reinrennen können.
Wir haben jetzt, wie gesagt, die Mission mit der CDC, mit dem CDC-Camp. Und die würde ich gerne noch machen. Bei der anderen Mission bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob wir die auch machen. So, einmal verstümmelt. Sehr gut. Okay, warte mal, hier ist ja diese... Okay, hier ist ein Dicker. Boah! Na, gegen Feuer bist du ja immun. Aber gegen Strom... Ah, da sind zwei so eine Dicken. Das ist natürlich nicht so geil. Ah ne, das Walker-Kind-Dicker hier hinten. Sehr schön. So, dann wollen wir mal hier in das CDC-Camp gehen. Da sollten wir ja ohne Probleme hier durchkommen. Okay, war das eine Explosion von der raus, wo das herkam? Okay, gut. Batterie nehme ich natürlich mit. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich hier rein muss. Ja. Okay, von hinten kommt keiner weiter. Sehr gut. Verstümmelt, verstümmelt. Meine Batterie, lebt die noch? Ja, meine Batterie lebt noch. Oh Gott, das fängt ja natürlich alles an mit Brennen. Das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Schnell mal einen Energy-Drink schlürfen, Batterie mitnehmen. Einmal hier durch. Und dann schauen, wo die Explosion genau hier kommt. Ah, großartig. Wer ist das denn dort oben? Did a zombie learn to climb or no? That must be Dez. Well, that was easy. Holy shit, got a platter. Meine Güte. Was schmeißt du denn da? Weg mit dir. Okay. Ein bisschen Zombiefleisch kann man da einsammeln. Okay, sprich mit Des. Was hast denn du schon wieder zu erzählen? Soll ich jetzt auch noch hochklettern zu dir? Hier konnte ich gerade mit ihr sprechen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Jetzt geht's. Okay. Well, hi yourself. Who are you? I'm Danny. Hannah gave me a bell. Put out an APB on you. She seemed convinced you'd gotten yourself into trouble. What? Oh, Hannah's such a worrywart. I just got caught up in my experiments. In her defense, I've met your boys Rav and Boz. And I heard something blow up. Yeah, fair. Look, long story short, I looted a grenade launcher, and I think I can make some pretty cool grenades with the stuff around here. I couldn't find a couple things on my shopping list yet, but I got enough to test the concept. A grenade launcher? You. I like you. You know, since you're here, you could join in on the field testing fun by herding zombies into the proving ground. But, like, I haven't got the mix right on some of the chemicals, so... Not gonna lie, it could be kinda dangerous. Stop, stop. You had me at dangerous prototype grenades. I'll entice them in, and you do the science. Okay, das testet ihren Sprengstoff. Okay, west side, west side! Here we go! Woo! Fuck yes! Meine Güte. Okay, jetzt die anderen Arschlöcher. Alles klar. Ich soll euch nur anlocken. Na, dann kommt mal her. Fucking magic!
Ooh, running kind of low on my prototype. Better make him count. North now! North! Soll ich die selber? Ich soll die, glaube ich, selber nicht töten, ja. Oh Mann. Macht ihren Job eigentlich relativ gut. Wow, was bist du denn für einer? Okay. Mein Gott, ihr sollt. Ah, kommt natürlich noch ein fetter Springer, ne? Okay. Ah. Der Grüne ist natürlich eklig, der grüne Kotzbrocken. Ach, jetzt bin ich auch noch natürlich komplett durch die Säure gerannt. Ja, ist ja gut, ist ja. Ach du Scheiße. Der trifft mich natürlich noch. Ah, der. Der Dicke ist eklig. Okay. Na komm, ich bin da. Warum schießt du nicht? Wo soll ich die denn alle noch hinlocken? Okay, Moment, der fliegt in die Luft. Okay, die Tests waren erfolgreich, also muss ich die ja doch selber töten. Phew, that was only massive. Haven't enjoyed myself that much in ages. Now, what was it you were saying earlier about a shopping list? Your original idea? Right. Well, I came here looking for four things, really. I already got a hold of two of them, and you saw the results. Saw, admired, laughed, cried, gave two thumbs way up. One of the other two is... You're gonna think I'm nuts, but it's like zombie, parts. There's a weird zombie in the main dome, see? And some of them have, like, extra goop or organs in them, and those... I'll be stopping you right there, darling. I'm already well acquainted with the violent properties of zombie goop. You are? Oh my god, we have got to share notes later. Okay, I was also looking for some Mother of Satan. I must have misheard you. Mother of Satan? AKA TATP, triacetone triperoxide. Can you root through the Quartermaster's documents where it's stored while I keep looking in the main dome? A bigger, better shopping list. Sure, I can go after that. Meet you back in the dome. Okay, gratuliere Destiny Erfolg. Durchforsche die. Okay. Soll irgendwas durchsuchen. Irgendwelche Notizen finden. Interesting. Das war ja schon was. Okay, der Quartiermeister ist aber hier. Aber kein Problem, kriege ich hin. Okay, der Schlürfer. Du brutzelst gerade ein bisschen. Da ist eine weitere Notiz. Okay, die das andere Ding ist dort hinten. Warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe. Nee, das klappt nicht. Ich müsste erstmal diesen verdammten Strom ausschalten. Okay, dann machen wir es so. Ihr könnt brutzeln. Ich schnapp mir das hier hinten. Let's see. Ah, there's the naughty little badger. Mother of Satan in storeroom 3. Okay, sagt das in der CDC Hauptkuppel, wo die Mutter Satans gelagert ist. Alles klar, dann gehen wir mal zu dir zurück. Bist du noch da? Nee, du bist überhaupt nicht mehr da. Okay, ich muss hier hinter. Muss jetzt erstmal in die Kuppel irgendwie reinkommen, ne?
Janie Mack. Warte mal, hier kommt. Thought the apocalypse would be such a labyrinth. Well, I'll find another way past. Always do. Okay, da komme ich nicht lang. Ich muss einen anderen Weg finden, aber hier geht's ja auch nicht weiter, wenn ich jetzt hier durchgehe, oder? Doch, das sieht besser aus. Hier ist sogar noch mal eine Werkbank und ein Bauplan. Genauigkeit habe ich da bekommen. Okay. Dann reparieren wir das doch glatt mal. Ach, warte mal, den wollte ich eigentlich austauschen, ne? Da kann ich aber dann, denke ich mal, wenn ich Glück habe, auch Gift drauf machen. So, dann sag mal, kritische Treffer, mehr Schaden. Kritische Schaden. Das nehmen wir mit. Und Standardschaden, das ist ausgewogen für schwere Angriffe. Den verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich, das kann ich zersetzen. Medipacks habe ich 5. Okay, dann geht's hier weiter. Okay. So, jetzt habe ich natürlich meine Waffe Clever Kunst hier, aber die kann man ja nochmal. Die kann man ja gleich nochmal reparieren. So, Geld habe ich ja genug. Dann geht's weiter. Hier hinten muss ich rein. Oh Gott, okay. Warum ist hier Strom? Das ist natürlich nicht so geil. Wie könnte ich jetzt eine Batterie... Wie könnte ich jetzt eine Batterie gebrauchen? So, die Tür geht auf. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal drinnen, ne? Da waren ja die komischen Experimente ja. So, und da sind wir in der Kuppel. Jetzt sollte ich eigentlich dort reinkommen. So, das machen wir auf. Dann gehen wir hier rein und dann hoffe ich doch... Oh mein Gott, okay. Ja. Ah, die ist immun, die ist immun, die ist immun. Gott. Wo sind die Bekloppte denn ja? Oh, oh no, that thing ain't getting up from that, no sir. Ah, die ist hier immun dagegen. Yo, who ordered the Stone Fox badass to here? Cause your order is hot and ready. Wow. Nein, ah, zu spät meine Heilung eingesetzt. Ach, das gibt's da nicht. Okay. Mal das Ganze nochmal machen. Ey, die ist ja richtig mies.
Die ist ja richtig mies. Muss ich mal gucken, was ich hier. Das Strom geht natürlich nicht. Blutungsschaden könnte vielleicht sogar klappen. Okay. That's fucking amazing. Mann. Hey, die ist ja. Jetzt reicht's ja aber, ey. Okay, die ist platt. Mehr sind hier wohl gar nicht drin. Ach, die sind alle tot geblieben. Okay, also die war heftig. Die war echt heftig. Da habe ich 2 Versuche gebraucht. Okay, sprich mit Des. Wo bist du denn? Du bist irgendwo dort oben. Okay, krieg ich jetzt von dir eine Waffe? You were blowing smoke up my ass, but I take it all back. You, my friend, live up to the hype. You know it, darling. That Triassi trippy Satan's mask stuff you wanted is in storeroom 3. You okay to grab it? Absolutely. Oh, we should call in and let Hannah know. She can stop hyperventilating into a paper bag or whatever else it is she does for fun. You mean you haven't called her yet? Unreal. Yeah, we should do that. Hannah, you all right, darling? I found your Desi, and she's safe and sound. Hi! Fuck! I thought the radio silence meant... Oof. Fuck. I'm gonna rip a strip off her narrow ass when she gets back. Uh-oh. She's there? She heard that? Good. Fuck. Look, you've done right by me. By all us Bobcats. So, I'm gonna do right by you. I found a code for a locked box or chest somewhere around the Lotusville Mall. No way, Hannah! You're parting ways with the Mystery Apocalypse goodie box? I thought you were planning a whole op around snacking it. Well, you earned it. A couple times over. I think you'll be happy with what you find. I've hijacked a scope to push the info to your phone. Neat trick. I think that's my cue to grab my loot and get back to the canals. Thanks again, though. It's been a fucking gas. Bye, ladies. It's been great crack, but I should wander off as well. Habt ihr ja gerne geholfen. Da müsste ich ja theoretisch gesehen sogar hochkommen, oder? Okay, neues Fähigkeitenkärtchen habe ich bekommen. Aber hier habe ich ja eigentlich alles voll, ne? Dropkick. Mächtigen Sprungtritt nehme ich mal wieder. Hier haben wir alles voll. Hier haben wir was bekommen. In Festlein unerwünschte Getöte im Raserei muss Zombies, um deine Raserei wieder aufzufüllen. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. Und hier haben wir auch noch was bekommen. Vom Skagel zum Vorschlag haben wir Stimme, einen Zombie um einen moderaten Schadensboost zu bekommen. Otterfee, komm in den Rhythmus. Was habe ich denn da gerade ausgewählt? Wir nehmen mal das hier. Okay, Nebenquest abgeschlossen. Dann schauen wir auf die Karte. Wir haben halt hier noch eine Fähigkeit, die Flaschenpost. Da sollen wir irgendeinen arroganten Kritiker finden. Theoretisch gesehen könnten wir da nochmal hingehen. Warte mal, hier komme ich natürlich jetzt wieder nicht raus. Warum habe ich jetzt den Boost genommen? Naja, gut. Also mein Dings hier. Wir müssen nochmal darüber laufen. Wenn wir jetzt einmal hier sind, vielleicht finden wir da irgend so einen komischen Kritiker noch. Aber das Problem ist,
weg mit ihm. Boah. Musste ich natürlich wieder gleich dort in die Explosion reinlaufen. Hey Baby, pack mal deine rote Sonnenbrille weg. Hier lag noch irgendwas zum Mumpeln. Aber wie gesagt, das ist so ein großer Bereich hier. Ich glaube nicht, dass wir das in der Folge halt noch schaffen, ja. Und im Freizeitpark waren wir ja eigentlich... Waren wir ja eigentlich lange genug, ne? Im Freizeitpark waren wir ja eigentlich lange genug. Das Problem ist, hier zählt ja so viel dazu. Okay. Einmal einen Schädel weggesprengt. Okay. Das heißt, wir dürfen jetzt rumrennen und Zombies schnetzeln. Wer fliegt in die Luft? Ah, die sind... Die sind scheinbar immun. Oh, was ist das denn für einer? Der spuckt Feuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist ja echt heftig gewesen, ey. Okay. Ach du Scheiße. Oh shit. Und der Dicke dort hinten ist aber, glaube ich, schlimmer. Der könnte natürlich auch gegen Feuer resistent sein. Okay, aber dagegen ist er nicht resistent. Gegen Strom. Alles klar. Gut. Wenn man geht das jetzt auch noch hier... Hier runter geht es nicht weiter. Also wenn, dann ist der irgendwo... Wenn dann wieder ist der irgendwo hier oben. Okay. Wo ist dieser verdammte Kritiker? Also hier oben habe ich ihn schon mal nicht gefunden. Die Folge geht doch schon wieder... Geht doch wieder schon so lange.
Eieiei. Mal doch weiter hier hinten schauen. Ja, die sind wieder gegen Strom immun, ne? Okay, komm her, komm her, komm. Okay. Du hast mir ein Schwert gegeben, sehr schön. Wunderbar, und ein Medipack, das ist sehr gut. So, ist jetzt gut. Noch ein Medipack, sehr schön. Dann müssen wir doch Richtung Freizeitpark wieder rennen. Denke ich mal. Der war schnell weg. Detective Danny's on the case. Okay. Hello? Mr. Food Critic? Anyone here? Ah, wir haben sogar schon gefunden, da wo ich schauen muss. Ugh. Smells like the docks during a delivery driver strike. Warum gibt's hier... Okay, okay, okay. Warum fängt hier alles an mit Brennen auf einmal? Ah. So. Okay, ah, das war die Falle dort. Alles klar. Okay, wir machen hier im nächsten Part weiter und dann schauen wir, wer sich unten drinne aufhält. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da, dann geht es auch im nächsten Part vielleicht mit der Hauptmission weiter. Wir schauen mal, wenn wir die Nebenmission hier fertig haben. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.